Prozessoptimierung kann mächtig viel Spaß machen und große Erfolge einfahren. Es kann aber auch furchtbar ermüdend und frustrierend sein, wenn gefühlt nichts weitergeht und jedes Thema sich wie so ein Kaugummi zieht und nie ein Ende findet. Und damit Sie den Wald vor lauter Bäumen übersehen oder entnervt das Thema Prozessoptimierung ad acta legen, bevor die ersten Erfolge einstellen, verrate ich Ihnen in diesem Video meine persönlichen Tipps. Los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Was sind die zentralen Grundvoraussetzungen für eine gelungene Prozessoptimierung? Ich bin der Ansicht, es braucht zwei zentrale Punkte, damit eine Prozessoptimierung Aussicht auf Erfolg hat. Aussicht vor allem auf dauerhaften Erfolg und nicht nur ein Strohfeuer am Anfang, weil man gerade wieder eine neue Sau durchs Dorf treibt. Erster Punkt. Man muss verstehen, wo der Prozess jetzt steht. Oder wenn es so konfus ist, dass man noch nicht mal von einem Prozess sprechen kann, das Themenfeld, an dem gearbeitet wird. Also eine Standortbestimmung für den ersten Überblick eignet sich dafür wunderbar die SIPOC-Darstellung. SIPOC steht für Supplier, also Prozesslieferant, Input, Prozess, Output und Customer, also der Prozesskunde. Mit einem SIPOC hat man den Betrachtungsbereich erstmal grob umrissen und qualitativ verstanden. Und wie man so einen SIPOC erstellt und auch was man dabei achten sollte, das zeige ich hier auch ausführlich in diesem Video. Schauen Sie mal mit rein. Neben dem qualitativen Verständnis mit dem SIPOC sollten Sie unbedingt versuchen, erste Daten zum Prozess zu erheben. So wie er jetzt ist, mit all seinen Schwächen, die vielleicht sogar offensichtlich sind, fangen Sie aber erst einmal an mit so einer ersten Grundmessung. Mit allen Stärken und Schwächen. Und wenn es keine akkuraten Daten gibt, helfen Stichproben oder am Anfang auch gerne einfach mal Expertenschätzungen. Es geht nicht darum, absolut exakte Messwerte bis auf die 10. Nachkommastelle zu erfassen, sondern es liegt daran, die Unsicherheit für Größenordnungen auf ein Maß zu reduzieren, mit dem Sie vernünftig arbeiten können. Und dazu auch vielleicht ein Beispiel, damit Ihnen das sofort klar wird, wie ich das meine. In einer Glaserei soll der Prozess der Angebotserstellung verbessert werden. Stellen Sie einen handwerklichen Glaserei vor und einen typischen Angebotserstellungsprozess. Was denken Sie jetzt? Wie oft wird der Prozess so durchlaufen im Jahr? Wenn jetzt der Mitarbeiter zu Ihnen sagt, naja, je nach Jahr, ob es ein gutes Jahr ist oder eher ein schwieriges Jahr, das schreiben wir so zwischen 3000 und 4000 Angebote. Wie denken Sie jetzt drüber? Was hat sich in Ihrem Bild über den Prozess durch diesen Satz verändert? Obwohl 3.000 bis 4.000 Angebote eine ordentliche Schwankungsbreite hat, haben Sie doch jetzt die Erkenntnis, dass es sich um einen repetitiven Prozess handelt und nicht um kommt manchmal vor. Und über den Daumen werden in meinem Beispiel etwa 15 bis 20 Angebote pro Tag erstellt. Ähnliche Expertenschätzungen, Stichproben oder Messungen sollten Sie für die zentralen Leistungsmerkmale des Prozesses einholen. Beispiele sind neben der Anzahl der Prozessdurchläufe die Durchlaufzeit, Fehler- oder Ausschussraten oder die Termintreue. Also kurze Zusammenfassung, den Prozess, so wie er jetzt ist, halbwegs verstehen, ist eine der Grundvoraussetzungen einer erfolgreichen Prozessoptimierung. Die zweite zentrale Voraussetzung für eine Prozessoptimierung ist ein Ziel. Also, was muss der Prozess eigentlich leisten? Was soll anders sein, wie es jetzt ist? Und wie sollte dieses Ziel auch messbar sein? Wie können wir das fassen und auch in Zahlen oder in Grafiken darstellen? Ich habe dutzende Male von Führungskräften in Unternehmen gehört, Herr Schröder, bitte optimieren Sie den Prozess XYZ. Auf meine Rückfrage, wie es denn sein soll oder was der Prozess leisten soll, kam dann als Antwort, naja, halt besser. Ja, was denn? Alles. Wenn Sie kein klares Ziel für den Prozess formulieren können, was am besten auch noch zu den übergeordneten Unternehmenszielen passt, dann haben Sie keine funktionierende Prozesssteuerung im Unternehmen. Dann haben Sie den Laden vermutlich nicht so im Griff, wie Sie es gerne möchten oder wie es auch sein sollte. Die Konsequenz aus der Ziellosigkeit ist einfach, dass mangels Zielen auch keine Lücke zum Ist-Zustand gibt. Und das ist genau diese Stärke von Zielen. Damit fehlt allen Beteiligten die Notwendigkeit einer Veränderung im Rahmen der Prozessoptimierung. Und genau jetzt haben Sie die Situation, dass außer Ihnen selbst sonst niemand den Druck hat, irgendwas an dem Prozess zu ändern. Warum auch? Läuft ja ganz fluffig so. Zack, Kaugummi, kein Fortschritt und Frust aller Orten. Zum Thema Ziele finden Sie hier nochmal ein vertiefendes Video. Es lohnt sich wirklich und setzen Sie Ziele und setzen Sie Prozessziele. Ist der Prozess dann halbwegs im Ist verstanden und gibt es messbare Ziele, dann haben Sie schon die halbe Miete
für Ihre Prozessoptimierung. Beginnen Sie als erstes, den Prozess auf einem Niveau zu stabilisieren. Und dieses Niveau kann stellenweise sogar unter dem jetzigen Niveau sein. Hauptsache, Sie bekommen Ruhe in den Prozess und er schafft wiederholbar seine Prozessleistung und nicht nur zufällig. Stabilität ist Effizienz zum Frühstück. Dieses Video greift das Thema nochmal wirklich auch auf. Jetzt, nachdem Sie bildlich gesprochen prozessual festen Boden unter den Füßen haben und nicht auf Sand bauen, können Sie Stück für Stück den Prozess verbessern und damit deutlich in seiner Leistung steigern. Mein Tipp ist dabei, kurze Verbesserungszyklen zu wählen. Am besten nur wenige Tage pro Zyklus bis etwa eine Woche. Wann kann ich kommen und mir das anschauen, was wir gerade besprochen haben? Wann ist es umgesetzt? Das sind so die Fragestellungen wirklich an dann die Mannschaft, wo man einfach sagt, wie kriegen wir das hin und können wir es schnell vor allem machen. Damit bekommen Sie die einzelnen Verbesserungsthemen in eine Größenordnung, die verdaubar bleibt und Sie bekommen Fortschritte bzw. Sie lernen auch schneller, was eben nicht funktioniert. Und ob Sie jetzt mit PDCA oder dem Mark vorgehen, ist ein Stück weit Geschmackssache, liegt aber auch am Reifegrad der Organisation. PDCA und dem Mark habe ich hier ausführlich nochmal verglichen, falls Sie die Unterschiede noch genau kennenlernen möchten. Beißen Sie sich durch die Problemstellung wirklich durch. Das ist auch einer der zentralen Tipps, den ich Ihnen nach über 2 Jahrzehnten Prozessoptimierung geben kann. Ich habe so oft gehört, ja, daran arbeiten wir ja schon oder das ist bereits angestoßen. Wenn alles so super dupi wäre und alles schon bearbeitet wird und alles angestoßen ist, warum ist dann eigentlich die Prozessleistung immer noch so mistig? Weil es leider oft genug reines Feigenblatt ist, was da alles schon angestoßen wurde oder an was schon alles besonders hart gearbeitet wird. Wenn es keinen messbaren Fortschritt gibt, und da sind wir wieder beim Thema Messen und Ziele, dann schmieren Sie sich bitte den Quatsch in die Haare. Es zählt nicht. Es zählt nur dann, wenn wir es wirklich beobachten können, vor allem objektiv beobachten können, anhand von Daten. Durchbeißen bedeutet natürlich auch, dem Problem wirklich auf den Grund gehen. Und hilfreich ist hier die 5-Why-Methode, das Ishikawa-Diagramm, Regressionsanalysen oder Design of Experiments. Und beim Design of Experiments, da sind wir dann schon relativ tief im Bereich von Six Sigma, wo man eben viel mit Daten arbeitet. Mitarbeiterorientierte Führungsansätze zur Prozessoptimierung sind zum Beispiel die Verbesserungscutter und die Coaching-Cutter. Und beide stammen aus dem Toyota-Produktionssystem, das schon immer mitarbeiterzentriert war und wirklich versucht, die Mannschaft mitzunehmen und den Einzelnen, egal ob das ist der Werker ist, der Maschinenführer ist oder ob das der Linienführer ist, die wirklich im Rahmen ihrer Möglichkeiten so zu entwickeln, dass sie die nächste Stufe einfach ihrer beruflichen Karriere auch erklimmen können. Freuen Sie sich auf das nächste Video zum Thema Prozessoptimierung. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.